Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Karagon. Ich habe mal das Spiel neu gestartet in der jetzigen Aufnahmesession, in der Hoffnung, dass die FPS wieder ein bisschen hochgehen. Es scheint jetzt erstmal wieder flüssiger zu sein. Also zumindest gerade. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. Bin sehr gespannt. Wir haben ja die Werkbank gebaut beim letzten Mal. Und jetzt gucken wir uns das Ganze einmal an. Was können wir hier machen? Wir können einen Scanner bauen. Dafür brauchen wir ein kleines Maschinenteil. Wir haben nur ein mittleres. Wir brauchen Steine und dann können wir den Scanner bauen. Dann haben wir hier Steingeschichten. Die werden wir natürlich jetzt auch bauen. Dafür brauchen wir auch kleines Maschinenteil, kleines Maschinenteil, kleines Maschinenteil. Und hier Saatgut. Kann in einer Holzkulturparzelle gepflanzt werden. Würde ich gerne. Würde ich? Blätter und gekochtes Fleisch. Ach so, das heißt, wir machen hier Saatgut, Blattsaatgut. Daraus kriegen wir dann Blätter und dann können wir mit Fleisch zusammen hier ein schönes, leckeres Essen machen. Hä, das ist ja geil. Okay, warte, das bauen wir. Wir bauen ein Beet. Wo haben wir das? Wo ist hier ein Beet? Hier. Beerenkulturparzelle. Da brauchen wir Holz und Schnur für. Schnur habe ich, glaube ich, hier reingeklatscht. Ja. Holz muss ich noch holen. Ich habe neu geladen. Jetzt sind die Viecher erstmal nicht mehr da, ne? Wenn ich das richtig sehe. Das heißt, wenn ich neu lade, sind die weg. Gut zu wissen. Aber bevor ich dieses. Warte mal, wir werden erstmal noch eine kleine Terrasse vorne machen. Ich hätte gerne hier vorne, hätte ich gerne eine Terrasse. Können wir das machen? Kann ich hier was ranbauen? Hallo? Geht das? Geh mal auf die andere Seite. Was machen wir denn? Drehen wir dann andersrum, ne? Das ist, glaube ich, eine gute Idee. So. So. Und so. Theoretisch machen wir dann gleich noch einen. Nicht nur theoretisch, wir machen das auch so. Dann machen wir nämlich da unsere Bepflanzung hin, weißt du? Das ist, glaube ich, eine super gute Idee. So, die Bäume wären auch cool, wenn die nachgespawnt wären. Na gut, ich nehme das jetzt mal so hin. So. Und wieder zurück. Und noch passt die Performance. Vielleicht war es ein bisschen ruckelig beim letzten Mal, weil ich also mittendrin quasi irgendwas verändert habe in den Grafikeinstellungen. Das kann natürlich sein, dass es daran lag. So, ich esse. Und so. Okay, dann machen wir hier jetzt noch ein schickes Holzgeländer. Ich weiß nicht, ob ich das hier haben möchte. Ich glaube, ich möchte lieber das haben. So. I love this. Das sieht cool aus. Das gefällt mir. Hier draußen zumindest. So, und dann machen wir dieses Beet. Dafür brauche ich jetzt aber wieder Holz. Holz, 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 Holz. Viel, viel Holz. Was ist das denn für ein Zweibeiniger da vorne?
Ich laufe mal hier am Brachion vorbei. Oh Gott. Sind die doch aggro? Nee, ne? So, ich benötige noch etwas Stein. So. Ach, ich bin doof. Hätte ich mir auch gleich eine richtige Axt bauen können. Ach Mann, blöd. Aber da brauchen wir eh die kleinen Maschinenteile. So, dann hole ich mir den großen Stein da vorne auch noch. Da kommen wahrscheinlich auch wieder nur 12 raus, wie bei den kleinen auch. So. Gut, dass hier keine Physik gibt. Guck mal, wie das hier schwebt. So, meine Bude. Okay, dann bauen wir jetzt aber hier vorne an der Wand hätte ich das gerne. Das hier. Fettes Pflanzbeet. So, und da kann man Beerenkulturparzelle, Pflanzenblattsaatgut. Das müssen wir erst bauen, ne? Da gucke ich mal kurz. Hier, das kann ich machen mit Schnur. So, habe ich. Ach. Aber der scheint jetzt, ja, der hat jetzt Blatt gesät. Okay, und wenn wir das Blatt dann haben, dann können wir mit Fleisch und Blatt so ein leckeres Eintöpfchen machen. Mhm. Ich würde gern gucken, also lass uns mal gucken, ob wir hier Pfeil und Bogen hinkriegen. Haben wir irgendwie so eine Fernkampfwaffe? Wir haben nur, ja, wir haben ja nur, ich bringe schwer alles durcheinander. Ich sollte nicht so viele Sachen auf einmal spielen. Wir haben eine Steinschrotflinte und wir haben die Steinpistole, okay. Wir werden jetzt mal ein paar Tiere killen. Das ist sehr wichtig. Aber ich brauche auch noch ein paar Beeren. Wo haben wir das Fleisch? Ich muss also allgemein was essen. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt hier bringt. Mal gucken. Nicht so viel. Das bringt nicht so viel. Was hast du für ein Level, Schatz? Stegos oder was? Stirb doch einfach, Mann. So. Okay, Schatz. Ich kann nicht mit dem Schwert mehr rausholen. Nee, gar nichts. Okay, 7 Fleisch. So, dann holen wir mal ein bisschen. Wir brauchen ein paar Kristalle. Das sind die falschen. Wir brauchen diese dort. Und dann werden wir uns mal hier ein bisschen durchfrühstücken durch die Gegend. Ich speichere natürlich vorher. Ich glaube, diese Typen hier waren immer relativ heftig, ne? Ich safe. So.
Und hier ist der Korpus. Okay, haben wir. Was war das jetzt? Ein mittleres? Wir brauchen ein kleines Maschinenteil. Oh Gott. Nicht dein fucking Ernst. Ein 16er. Nee, den krieg ich nicht weg. Okay, So. Lass uns mal gucken. Kann ich von hier eigentlich ballern? Ja, ne? Das müsste man wirklich mal checken, oder? Level 3. Aber ich habe den grünen nicht bekommen. Shit. Naja, guck mir das hier trotzdem, ne? Schade. Ich habe den aber auch nicht. Ich habe das grüne Ding aber auch nicht gesehen, ne? Grobeber. Eins. So, den hole ich mir. Den da kriege ich nicht. Und tschüss. So. Ist das jetzt ein kleines? Schon wieder nicht. Mittleres Maschinenteil. Mann, wo kriege ich denn kleines her? Das hier ist gerade nachgespawnt, oder? Nee. Das hatten wir schon hier. Nimm alles mit. Ich werde gleich überladen sein. Okay, wir gucken mal. So, einmal aufladen. Hier. Also, wir brauchen definitiv kleines Maschinenteil. Wo kriege ich denn kleines Maschinenteil her? Wieso liegt das da noch? Aha. So, wo kriegen wir ein kleines Maschinenteil her? So, Brachion Level 15 ist definitiv zu groß. Ich muss was essen auf der 7. Bin gar nichts. Wir müssen unbedingt diese Blätter haben. Und ich muss dringend so Büsche. Hier, Ration können wir noch machen. Diese Büsche muss ich klein machen. Und dann müssen wir schlafen.
So, und zwar jetzt. Saberion 10, den können wir uns eigentlich holen, ne? Aber der ist so weit weg. Aber irgendwie schon cool, dass die nachts leuchten. Hallo? Nimm das jetzt in die Hand. So, warte. Hier ist noch eine Ration. Ich laufe jetzt weg. Ich sehe nichts. Das ist ein Problem. So. Ration. Gib mir, habe ich auch wieder nicht abgeschossen, ne? Mist. Mist. Wir müssen die Dinger abschießen. So, Saberion Level 10. Den hatte ich aber definitiv abgeschossen. Hier habe ich jetzt ein kleines Maschinenteil. Okay, Leute. Wir laufen nach Hause. Da ist meine Hütte. Gott sei Dank leuchtet die. Und schlafen wir erstmal eine Runde. So. Perfekt. Kann man die Dinger ausmachen eigentlich? Nee, ne? Voll hell. So, ich esse ein wenig Beeren. Oder aber wir sollten vielleicht noch mal, also nachts kann man auf jeden Fall die Viecher besser sehen, aber es ist irgendwie sehr schwer, da irgendwas zu treffen. Ich würde gerne hier so ein Ding bauen. Entweder machen wir jetzt den Scan. Wir müssen, glaube ich, den Scanner machen. Kleines Maschinenteil, 15 Stein. Das heißt, ich hole jetzt erstmal Stein. Und dann bauen wir den Scanner und dann gucken wir mal, dass wir die Viecher hier scannen. Damit wir uns welche bauen können. Damit wir selber Tiere haben, beziehungsweise Roboter, die uns helfen. Dann müssen wir aber noch mal gucken. Was? Ja. Dass wir vielleicht noch ein extra Gebäude bauen, wo wir die reinstellen. Oder raufstellen, vielleicht auf so eine Terrasse oder so, ich weiß nicht genau. So, auf jeden Fall jetzt erstmal den Laser. Den Scanner, meine ich. Was ist denn das hier? Metallerz. Ja, Metallerz kann eigentlich hier hin. Metallerz, wo haben wir das denn jetzt her? So. Seile packe ich da noch hin. Gebrauchtes Eisen machen wir da hin. Mittleres Maschinenteil. So, jetzt haben wir den Scanner auf der 7. Bären mache ich mal auf die. Dann mache ich das mal so. Doch, auf die 6. Bären auf die 8. Hier haben wir noch rohes Fleisch. Das packe ich hier auch nochmal mit rein. Obwohl, eigentlich hätte ich lieber Blätter. Dann können wir nämlich ein richtiges Essen machen. Wachse! So, wir brauchen kleines Zeug. Roxation Level 10. Komme ich hier rauf? Ne. So.
Hab ich? Brauch viel zu viel Schuss. Ich hoffe, wir kriegen jetzt noch mal so ein kleines Maschinenteil. Weil dann... Mittleres Mist. Brauch kleine Maschinenteile für die weiteren... Waffen. Ich brauche nämlich diese Steinpistole. Das wäre echt gut. So, wir machen erstmal noch eine Spitzhacke. Eine neue Spitzhacke, bitte. Haben wir noch genug Kristalle? 32. Ach so, und ich muss ja... Oh, ich bin doof. Wir müssen dringend scannen. Dringend. So, die hauen ja ab, ne? Phyrion, Robeber, Phyrions hauen ab. Rachion ist zu groß. Ich laufe mal noch mal ein Stück hier in die Richtung. Mal gucken, was hier noch so kommt. Ich mach mal den Scanner auf die 1. Das ist mir lieber. So. Und wir müssen, glaube ich, auch ein Stück langsamer laufen, damit die irgendwie spawnen, die Tiere. Der ist zu groß. Und die Waffe ist auch gleich im Eimer. Okay, ich laufe hier oben mal ein bisschen lang. Ratte. Ratte ist mir im Prinzip erstmal egal. Ein 20er Level. 20er Level. Wird sie in der Robeber? Wein ich nicht. Der ist... Ist, glaube ich, nicht so gut. Jetzt laufen wir nochmal in die andere Richtung. Was genau hat jetzt ein kleines Maschinenteil abgeworfen? Ich habe mitten in den Kopf geschossen und das hat kaum Schaden genommen, das Tier. Das macht gar keinen Sinn. Brachion? Ration. Gib mir das. Das klein? Kleines Maschinenteil. Noch ein kleines. Oh, geil. Ich habe beide abgeschossen. Sehr gut. Sehr gut. Das hat diesmal geklappt. Oh, mit der Axt scheint mehr rauszukommen, ne? So, wir machen uns jetzt erstmal die Steinpistole, weil ich glaube, die hat ein bisschen mehr Bums. Muss schon wieder essen. Voll nervig. So. Nehme ich das noch mit. Und das hier. Rachion Level 7. Mit dem würde ich mich echt nicht anlegen. Ich hätte den zwar gerne. Aber ich glaube,
ist denn dein Dings, was man abschießen muss? Hat er nichts zum Abschießen? Hm. So, wir haben jetzt... Stimme, hallo? Wir haben jetzt zwei kleine Maschinenteile. Nice, dann können wir ja jetzt irgendwie zwei Sachen bauen. Ne? Ich würde gerne das Steinschwert haben. Weil die diese Steinschrotflinte fand ich nicht so gut, aber vielleicht bringt die was auf Nähe, ne? Ich mache jetzt erstmal die Steinpistole. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Stein. Hol ich. Aufleveln. Ja, ja. Wir können aber nicht leveln, solange ich diese komischen Sachen aus den Häusern nicht habe. Wir müssen noch in Häuser eindringen und da irgendwen töten. Ach, reicht nicht. Ja, cool. Okay. Da kommt ja immer sehr viel raus aus den Steinen, ne? Habe das Gefühl, als wenn bei den Steinen, wenn ich die zertrümmere und auch die Bäume, dass dann irgendwie die Performance einbricht. So, jetzt noch das Schwert. So, das Ding kann weg. Dann machen wir, nehmen wir jetzt diese Waffe. Und diese Waffe. Holzschwert kann auch weg. So, dann machen wir das hier rein. Nur als Sicherheit, falls wir irgendwo sterben, um unseren Loot wiederzuholen, packen wir das hier schon mal rein. Und ich hätte auch gerne noch die Schrotflinte. Aber ich habe kein kleines Maschinenteil. So, was ist mit dir jetzt? Saatgut abholen. Er macht noch. Bin sehr gespannt, wann wir hier was ernten können. Oh, da sind noch ein paar Kristalle. So, auf der 5. Hoffe ich, machen wir jetzt ein bisschen mehr Bums. Mal gucken. Hier, Rupeber Level 9 würde ich gern haben. Okay, das ging wirklich besser. Ist aber leider nur ein mittleres Maschinenteil. Da ist ein Ration. Den können wir vielleicht auch noch. Ein Level 13er. Ja, das geht auf jeden Fall besser mit der Waffe. Definitiv. So, jetzt machen wir uns noch die Schrotflinte. Perfekt. Wir bauen uns jetzt eine Schrotflinte. Das heißt, ich brauche noch ein bisschen Steine. Ich habe schon wieder vergessen zu scannen. Ich muss doch scannen. Hä? Oh, das Metall. Warte mal, Brachion Level. Level 2, den können wir doch. Wieso sieht der so komisch aus? Boah, kannst mal sehen. So ein Zweier-Level Brachion. Großes Maschinenteil. Oh mein Gott. Gebrauchtes Eisen. Okay.
Ja, heftig, Leute. Das war heftig. Okay, gut zu wissen, dass die echt, ich habe keine Munition mehr, dass die so heftig sind. Habe ich hier noch irgendwo Munition? Roxation. Den hätte ich aber auch scannen können, ne? Ich meine, mit so einem Brachion durch die Gegend ziehen wäre ja wohl auch nicht so verkehrt. Ja, wir müssen Kristalle suchen. Oha. So, ich brauche noch Steine. Bitte. Level 3 Rationen. Das können wir doch scannen, oder? Auch Kristalle. Wo haben wir Kristalle? Da oben. Aber jetzt wissen wir zumindest schon mal, dass wir hier auch Metall in freier Bahn finden. Auch gut zu wissen. Boah, ich muss unbedingt scannen. Also, warum ich das immer vergesse, ich habe keine Ahnung. Vielleicht schaffen wir dieses Rucksack-Dingsbums-Türen. Wo ist das jetzt? Ich verhungere schon wieder. Ach, come on. Bisschen nervig, ne, mit dem Hunger. So. Bin überladen. Das ist 10er. Was? Oh. Bin gleich tot. Na toll. Habe ich es getötet. Okay, also wir müssen immer erst die Dinger runterschießen. Dann können wir scannen. Wenn wir die Dinger nicht runterschießen, können wir nicht scannen. Ja! Come on. Jetzt mach das doch. Hallo! Habe ich keine Munition mehr? Willst du mich verarschen? Meine Güte. Ich will das da haben. Halt, 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 halt. Kleines Maschinenteil, bitte. Ich komme nicht ran. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, wo ist der kleine Scheißer? Den holen wir uns natürlich auch noch. Okay. So, ihr Lieben, das ist nicht so einfach, an diese Viecher zu kommen, aber wir müssen ja jetzt eigentlich eine Blaupause haben, ne?
Ja, haben wir. Das heißt, so ein Ding, wir brauchen Alteisen. Das heißt, wir müssen in der nächsten Folge. Tatsächlich, ich habe schon wieder keine Munition. Was das ist? Level 38er, na klar. In der nächsten Folge müssen wir den Ofen bauen, wo wir Alteisen einschmelzen können oder machen können. Damit wir dann an so einen Nutstrahl kommen, um etwas zu scannen. Da müssen wir uns aber ausrüsten vorher, weil wir müssen da zwei Viecher loswerden oder töten. Und dann können wir dort die Blaupause reinpacken. Bin sehr gespannt. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.